hier ist Vegan City mit Einfach Vegan. Heute möchte ich euch mal einen ganz super leckeren Kräuter-Obst-Smoothie zeigen. Also Smoothies, da kann man ja sowieso kaum was verkehrt machen, aber dieser, der ist wirklich so lecker, dass ich das unbedingt das Rezept mit euch teilen möchte. Was nehme ich dafür? Also ich habe hier, die Sachen sind alle schon gewaschen, eine Handvoll, sag ich jetzt mal eine kleine Handvoll Postelei. So, die kommt hier rein. Etwas Rucola-Salat. So, und dann habe ich hier ein paar Pfefferminzspitzen. Dann nehme ich immer oben die Spitzen von der Pfefferminzpflanze. Da habe ich 1, 2, 3, 4. Ups. So, eine Aprikose. Dann habe ich hier einen halben süßen Apfel. Den schneide ich auch mit rein. So, den schneide ich etwas vor. Dann können die Messer das besser packen vom Mixer. So, und eine Dreiviertel Banane. Kommt mit rein. So, und wer unsere Videos schon etwas länger verfolgt hat, der weiß, dass ich auch ein Fan von diesen Sirupen bin. Und zwar ist das von Völkel, der Holunderblüten-Sirup. Davon nehme ich einen Teelöffel. Tue das hier mit rein. So. Ein Teelöffel. Und dann halt den Rest mit Wasser auffüllen. So, kann ich ja gleich mit abspülen, den Löffel. So, und dann wird das Ganze einfach nur noch gemixt. Schon, ja, kann noch eine Kleinigkeit machen. So, das dürfte jetzt gut sein. Oh, das ist ein bisschen dick geworden, das macht aber nichts. Dann gebe ich einfach noch etwas Wasser dazu. Mal durchrühren. So. Einfach fantastisch. Und was man wirklich nicht vergessen darf, also die Aprikose gibt wirklich den super Pfiff da rein, sag ich jetzt mal. Also die auf gar keinen Fall vergessen. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Nicht vergessen, den Daumen hoch, uns liken, kommentieren, wie auch immer. Darüber freue ich mich und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!